sind wir auch schon wieder am Start. Bisschen laut. Bisschen, ne? Machen wir ein bisschen. Machen wir eine kurze Pause hier. Bisschen lauter. Nach einer sehr kurzen Pause. Und fettig von dem Wichser. Ah, ein Kackstreifengesicht, Alter. Ja. Ach, guck mal, ist das nicht die Oma? Was macht die Was denn macht hier? Die denn, Alter? Sagt jetzt danke. Gib mir die Schwurf. Die Schwurf. Die lächelt. Ja, wo? Ja, okay, wenn man das Lächeln kann, nennen kann. Aber sie wenigstens hat Zähne im Maul, ne? Das war geil mit dieser Unschärfe. Das finde ich richtig nice. Irgendwie das Gefühl, dass sie uns jetzt angreift oder so. Ungutes Gefühl bei der Alten. So. Alter, was für eine Verriegelung, Alter. So ein Trip muss erstmal kommen. Wenn du so ein Kannibale bist, Alter, dann kommst du auf so einen Trip. Das ist, ja, wir haben die normale Muni. Ich lade das auch schon mal nach. Pump Action. Du kommst hier nicht raus. Alter. Jetzt geht's aber wieder los, ne? Voll geil, draußen rumrennen. Kommt jetzt der Sohnemann oder was? Voll geil, sagt er. Hier ist wieder Schutzraum, oder? Ja, das ist, glaube ich, wieder so ein Safe Room. Ja. Da ja. Kommen die nicht rein, glaube ich. Ja. Was ist das, eine Pistole? Defekte. Okay, was ist denn damit? Für, ist die gut. Bestimmt wieder für irgendein Rätsel. Ja, ich tu die aber erstmal hier rein. Dietrich. Den haben wir auch noch, ne? Du hast gerade für einen Klingel. Dünne. Vielleicht gehört der Zoe. Das war mein Handy. Achso. Gucken wir uns erstmal ihren BH an oder was? Hä? Brauchen wir jetzt einen Schlüssel? Alter, was für Rätsel, was steht denn da drauf? Ist das ein Lauf oder sowas? Steroide, was? Mit Steroiden? Steroide, okay. Was ist das? Auch Steroide? Mit einem Dietrich? Soll ich mal einen Dietrich versuchen? Mach doch. Aber dann ist er weg, ne? Ja, ich glaube schon, ne? Aber geht nicht. Okay. Gib mir was zu essen hier. Oh, normaler Kühlschrank. Also, mit jetzt im Klamotten. Vergleich dazu da drinnen. Bisschen saure Milch da unten in der Ecke, aber das kennen wir doch. Für sie ist es zu spät, okay. Diese Münzen, Alter. Oder dafür benutzt? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ach so, die müssen da... Ah, guck dir mal die Pistole an. Ist eine Pistole hier drin. Und wenn wir 8 Münzen haben, dann tun wir die rein, dann kriegen wir die Pistole, okay? Jetzt haben wir früher. Oh, jetzt haben wir eine verschwendet, aber hoffentlich war das eine gute. Guck mal die anderen an. Aber jetzt. Das sieht aus wie eine aus dem Ersten Weltkrieg. Ja, scheint gut zu sein. Und hier sind nur so Spritzen drin, glaube ich, oder? Das sieht aus wie Spritzen, ja. Steroide eben, ne? Und das ist stabil. Irgendwas stabilieren, da stabilisiert irgendwas. Das sind Steroide. Wie viele Münzen haben wir denn? Ah, das ist bestimmt so eine Art wie Level-System dann. Wenn du dir die Steroide hältst du vielleicht mehr aus, wenn Schläge, also wenn die dich angreifen. Und Stabilität ist vielleicht, dass du nicht so schnell aus den Socken, dass du nicht so schnell umkippst. Ja, diese Steroide können wir holen. Oder wir können das holen. Das ist Geschwindigkeit. Und das
weiß es nicht, ich kann es nicht. Kann ich nicht. Hells, Leben. Ja, also das ist Leben und das ist Geschwindigkeit da oben. Also sollen wir Leben nehmen? Wie viel kostet das denn? 3. Wir haben 5. Schadet doch nicht, oder? Und diese Waffe, Alter, die ist bestimmt mega stark. Oder willst du lieber für die Waffe sparen? Wir haben ja da noch 2 über. Leben ist ja auch nicht schlecht, ne? Aber Geschwindigkeit ist auch nicht schlecht. Wir sind nämlich lahmarschig wie Sau, Alter. Ja, wir können ja auch Geschwindigkeit. Da können wir alle rein, dann haben wir Geschwindigkeit. Willst du lieber Geschwindigkeit nehmen? Ja, komm. Weil wir sind echt scheiße lahmarschig, oder nicht? Ich mach das jetzt. Hoffentlich bringt's auch was. Auch wenn nicht, können wir laden, ne? Ich hoffe, es bleibt ja noch immer. So. Ach so, meinst du, das ist dann nur so eine... Ich hoffe nicht, dass es nur so eine kurze Zeit ist. Glaube ich nicht. Entspannt die Muskeln und reduziert Stress, wodurch sie schneller nachladen können, wirkt dauerhaft. Dauerhaft. Ja, schneller nachladen. Rotz. Na, lad mal neu. Kann ich auch hier neu starten? Ja. Das ist nur schneller nachladen, das andere ist dann halt Leben. Das brauchen wir nicht, schneller nachladen. Hoffe ich zumindest, dass es Leben ist. Ich habe nur irgendwas mit Speed gelesen, und also weil diese Gitter sind ja immer im Weg da. Habe ich gedacht, damit man sich schneller bewegen kann, weil er ist ja echt eine Schlaftablette, Alter. Das ist nur schneller nachladen. Geil aus, sondern dieses Nasse. So, rein hier. Jetzt habe ich nämlich auch gar keine Münze. Weil da kommt man auf eine defekte Waffe hier noch. Da kann man auch. Bestimmt für ein Rätsel oder so. Auch noch irgendwas machen. So, aber die tue ich erstmal hier rein. Probieren wir jetzt mal Leben aus. Das was bringt. Ich weiß nicht. Meinst du, die Waffe ist besser? Mein Körper fühlt sich immer seltsamer an. Auch ich werde bald wie Mom und Dad sein. Es ist alles ihre Schuld. Sollte ich weglaufen? Nein, unmöglich. Wenn sie das merkt, wäre es aus. Die Frau, mit der sie gekommen ist, Mia, sie weiß etwas. Wenn ich das Serum hätte, könnte ich mich heilen. Ich muss mehr herausfinden. Es gibt sogar ein Gegenmittel. Okay, dann kannst du deinen Mia da heilen. Ich gehe mal davon aus, dass das... Das wird die Story so ein bisschen sein, so denke ich mal. Dass die Waffe gut was bringen wird, gehe ich mal davon aus. Aber Leben ist natürlich jetzt auch. Leben ist immer gut. Ja. Nur das böses Nachladen, das brauchen wir nicht. Wie Mr. Sorbus immer sagt, Leben ist ja immer gut. Chirurgie erhöht was? Maximale Gesundheit erhöht das, ja. Zack. Dann spritzt hier mal. Jupp. Jetzt ein paar Bär. So, das ist wieder weg. Maximale Gesundheit erhöht, das ist nice. Cooles Ding. Auch. Coole Sache. So, haben wir hier noch irgendwas, was wir uns noch nicht angeguckt haben? Ja, ne? Haben wir alles schon gesehen? Kassette? Aber wir haben ja keine. Ne? Haben auch keine gefunden. Nee, aber die wird man wohl jetzt irgendwo finden. Stellst du mal da drinnen, wird eine irgendwo liegen, oder? Also, ich kriege hier nichts mehr irgendwo angezeigt. Außer das, was wir jetzt benutzt haben. In deinem Schrank war doch auch irgendwas. Nee, da nicht. In welchem Schrank? Geh mal wieder zurück. Rechts? Nicht in den, in der anderen. Da. Da ist das Telefon. Links, neben dem Telefon. Das ist der BH, ja, ja. Sorry, ich wollte ihn nur noch mal sehen. Abspritzen. Toilette, ist da was? Kotze, wie es aussieht. Aber sonst nur Kiepen, Alter. Und ein Böller war da drin, Alter. Ludolfs, Alter. Ludolfs.
So, wo war nochmal der Kassettenrekorder jetzt? Ah, ein Kühlschrank. Am Eingang. Stinkt. So, dann speichere ich das eben wegen den Steroiden. Ich bin ein Steropunk. Du Hero-Junk. So, hau ab. Oh. Telefon. Jetzt kommt Big Mama raus. Du bist der Erste, der es so weit geschafft hat. Also, was soll ich für dich machen? Hilft mir das, hier rauszukommen? Ja, hör mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann ihn nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das Gleiche gilt für mir. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay, und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen, kann ich Mia helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst es nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Die suchen nach dir. Jetzt kommt die Mama, anscheinend. Mama und der Bruder gibt's noch, ne? Ja. Oder Sohn oder was auch immer. So. Na, der Bruder von ihr, besser gesagt. Ist ja scheißegal. Ist aber nur eine Schaufensterpuppe. Hier könnten wir auch durch. Oder? Ja, da ist bestimmt das nächste Haus. Aber ist sowieso verschlossen. Also können wir noch über einen anderen Weg dahin. Ja, und ich wollte eben sagen, lass mal da umgucken. Was ist das denn? Alter, sieht aus wie eine Bombe oder so. Pin. Oh, die haben wir vergessen. Die sind noch da unten im Haus. Kann ich mal eben hingehen. Aber wir müssen bestimmt doch sowieso noch mal in dieses Haus. Ich weiß es nicht. Weil wir haben ja den Schlangenschlüssel noch gar nicht. Dietrich. Schöne Sache. Hat er nicht mitgenommen? Doch, doch. Wir haben ja den Schlangenschlüssel gar nicht. Ja, vielleicht ist er ja auch da drin versteckt. Im Haus? Ja. Willst du nochmal gucken gehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo wir... Ich denke mal, wir sollen jetzt hier lang. Ah, das ist das Haus, wo sie weggerannt ist. Ja. Auf dem Video. Puppen, Alter. Sehr einladend. Ach, guck mal. Ich hab meinen Vater gefunden. Scherz. Okay. Da sind Kisten, die kannst du schon mal kaputt machen mit dem Messer. Nein. Gar nichts. Nur Kakerlaken. Wieder richtig Bock, Alter. Jetzt kommt bestimmt die Alte. Boah. Das meine ich, Alter. Das sind aber große Fliegen. Greifen uns auch sofort an, oder? Ja. Ah, die kriegst ja One-Hit-Hit, Alter. Das ist die Mama. Es gibt jetzt direkt einen Lostkampf nochmal? Ich denke mal, wenn wir jetzt hier rausgehen, dann wird sie auch schon direkt hier sein, oder? Alter, was ist das denn? Ein Nest? Kokon oder so? Die Mutter, Mann. Okay, geschützt. Boah. Das ist natürlich scheiße.
So. Huhuhu. Boah, überall. Wir brauchen nur einen Flammenwerfer anscheinend erst für, ne? Geh ich mal von aus. Sie ist oben, geh nicht hoch. Wer hat das denn geschrieben? Stimmt mir. Hast du das jetzt mal im Video nicht gesehen? Boah. Aber ich komme da nicht durch wegen den Viechern. Kann er hier rüber? Runterspringen kann ich nicht. Also hier kann ich nicht lang. Also musst du dich draußen noch weiter umgucken, was meine ich ja? Das wäre auch viel zu schnell, Alter. 8. Februar, 18.02. Jo. Wäre auch viel zu schnell. Ja, direkt der nächste Bossfight, das wäre schon ein bisschen komisch. Ja, nicht direkt Bossfight, aber dass man sie sieht und dass man sie schon verstecken muss und so. Außerdem hattest du jetzt nachgeguckt, was das da war? Was? Diese zwei Dinger, was aussah wie eine Bombe? Nee. Du bist einfach weitergegangen. Was war das? Ich weiß es nicht. Oh, flüssige Chemie. Haben wir doch noch was gefunden. Flüssige. Dünn. Muss ich mich zwischen einen entscheiden, oder? Siehst du. Was brauche ich denn dafür, Alter? Pillen? Ne. Hier steht auch nichts. Also hier kommen wir schon mal nicht hin. Was ist das denn? Eine Kamera oder was? Weiß ich nicht. Ja, wir müssen hier irgend so eine 7 ist das, ne? 1, 3, 5, 7, 4. Wir müssen das bestimmt erst lösen, dann geht die Kiste auf. Wir müssen so eine 7 finden oder was. Wäre mal schön, wenn er mal so eine Taschenlampe am Start hätte. Hat er ja sonst immer. Vielleicht eine 7 ist vielleicht an der Haustür oder so. Ich guck mich mal hier um. Mach schon mal Kräuter. Schießpulver. Soll ich Medi- Was mit unserer Haut passiert? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das durch diese Steroide. Okay. Soll ich Muni machen? Oder lieber Medi. Im Moment brauchen wir noch gar nichts davon, oder? Aber du brauchst Platz, ne? Ich kann es ja auch wegbringen. Aber ja, bring mal weg. Im Moment brauchen wir noch nichts. Nur 12 Schüsse, ne? Plus. Und 10 starke. Und 10 starke. Aber die würde ich. Hab ich schon weggetan. Nicht so gerne benutzen. Was haben wir denn noch alles da? Das hier ist die Pille. Nahrungsergänzungsmittelpillen, die sich auf das Nervensystem auswirken müssen, zur Verwendung zur Arznei verarbeitet werden. Ah, das ist auch zum Craften. Aber was kann ich hier mit... Guck mal, ob ich das mit Flüssigkeit verwenden könnte. Mach mal. Ja. Jo. Und? Soll ich machen was? Nein, noch. Ja, aber was bringt dir das? Ich weiß nicht, ob das dann besser ist. Ob die dann besser ist, schwächer ist. Ich denke, dass wir krank geworden sind, oder?